So, hallo. Das nächste Bild für Instagram steht wieder an. Genau, und da habe ich euch ja gesagt, dass ich euch dann ab und zu mitnehme. Und weil ich kann jetzt nicht jeden Tag ein Video drehen, weil ich habe gar nicht die Zeit dafür. Und bin momentan total auf diesem One-Stroke-Ding wieder. Und ja, und da wollte ich den mittleren mit euch zusammen machen. Wer jetzt noch nicht so viel Ahnung hat von One-Stroke, ich kann es jetzt nicht alles genau erklären, wie ihr den Pinsel halten müsst und so, weil ich möchte nicht, dass das Video jetzt ewig lange dauert. Und genau. Wenn ihr das mal sehen wollt oder irgendwas ausführlicher wissen wollt, dann schreibt mir das in den Kommentaren und dann tue ich es euch gerne mal zeigen. So, ich habe hier ein Spider-Gel, mit dem habe ich angefangen. Ich hasse Spider-Gel. Und ich habe immer gedacht, naja, vielleicht liegt das an mein Spider-Gel, habe extra ein anderes bestellt, aber das ist, ich weiß nicht, muss man da irgendeine Technik, keine Ahnung. Ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, ich weiß nicht warum. Also, ich werde jetzt hier mittig das machen. So, in weiß, die anderen habe ich ja in schwarz gemacht. Ich möchte mich ganz dünner haben und bei mir, ich weiß nicht, wie man das am besten macht, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, außer das mit den Fingern, das mag ich ja überhaupt nicht. So zwischen den Fingern, was manche auf Instagram so zeigen, so, das mag ich überhaupt nicht. So, jetzt habe ich hier natürlich viel zu viel Produkt dran. Das mag ich auch nicht, wenn das da so... Aber so lasse ich es jetzt einfach. Mache ich jetzt in die Lampe rein. Kurz zum Anhärten. Oder vielleicht ist das auch bis dahin dann komplett, weil wir müssen jetzt was vorbereiten. Ich male gerne mit den Stamping-Farben, egal was ihr für eine Stamping-Gel habt. Ja? Also ich male immer mit Gel. Ich mag kein Acryl, weil ich finde, es geht zu schnell trocken immer. Ich habe das probiert. Ich habe eine ganze Schachtel voll mit Acryl-Farben, aber benutze sie nicht, weil, ja, liegt mir einfach nicht. Mit Gel geht es einfacher und da ist es total egal im Endeffekt, was ihr für ein Stamping-Gel nehmt. Die sind alle hochdeckend, darum geht's, ja. Und genau, da habe ich zum Beispiel ein Weiß, das gibt es leider nicht mehr. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Das habe ich vom Nagelladen und das habe ich von Trend Nails. Das sind immer meistens in solchen Tuben drin. Und dann nehme ich einmal das Bordeaux. Und einmal ein Weiß. So kleine Pünktchen einfach hinmachen. Dann habe ich hier meinen One-Stroke-Pinsel. Ich habe auch schräge. Damit muss ich aber erstmal richtig lernen zu One-Stroken. Mir liegt einfach der gerade Pinsel mehr. Aber das ist halt auch immer Geschmackssache, wie man die Zeit gerade macht. Dann bereite ich mir meinen Pinsel vor. Ich gehe mit einer Spitze ins Weiß und mit der anderen ins Dunklere. Und dann müsst ihr den erstmal einarbeiten. Und da seht ihr schon, dass die Farbe sich langsam vollsaugt. Und immer darauf achten, auf welcher Seite, weil mir passiert es dann manchmal auch vor lauter schnell, 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 dass ich in die falsche Farbe gehe. Dann müsst ihr den ganzen Pinsel wieder sauber machen und von vorne anfangen. So, da tue ich jetzt die Schwitzschicht abmachen. Und ich werde die Blüten so machen, dass das Weiße nicht innen ist, sondern außen, ja.
weil ich es einfach so für diese Farben jetzt schöner finde. So, ich fange hier an mit dem ersten Blütenblatt. Ja. So. Und dann gehe ich einfach in so wippenden Bewegungen immer hoch und runter. Und ziehe dann zum Schluss nur die Spitze mit dem Weiß nach unten hin. So, dann tanke ich noch mal ein bisschen Farbe. Und schon geht es zum nächsten Blatt. Das wird nur halb werden. Setze ich da an. Und auch wieder in so wippenden Bewegungen. Habt ihr das zweite Blatt. Und das andere mache ich auch dahin. So. Einmal so hintippen. Tada. So. Dann machen wir gleich weiter. Und dann male ich hier unten noch eins hin. Und hier noch eins. Und das kommt jetzt in die Lampe zum Anhärten. Und dann kommt die zweite Schicht, also praktisch die einfach nochmal drüber streichen, dann kommen die Farben schöner zur Geltung. So für ein paar Sekunden nur, 20 reicht schon. So, und dann gehe ich einfach nochmal die ganzen... Und wenn ihr euch dann ein bisschen weiter nach oben oder nach unten, das ist nicht schlimm, weil... Die Blätter sind in Natur auch nicht alle gerade. So. Sieht schon kräftiger aus, ne? So, jetzt die untere noch. Das mache ich jetzt ein bisschen größer. So.
Dann nehme ich mir gleich meinen kleinen Pinsel, gehe da in die Farbe rein und mache hier die Mitte. So. Da bin ich ein bisschen aufs Weiß gekommen, auf diesen weißen Strich. So. Das wird nochmal kurz angehärtet. Und dann geht es schon auf die Blätter. So, Blätterchen. Da mache ich hier eins hin. Da stupse ich nur so und gehe dann leicht so nach. Das Blatt mache ich dann nur. Und da kommt dann auch noch eins hin. So. Und dann noch. Da male ich ein ganzes hin. Ein halbes. So, das kommt dann nochmal in die Lampe. Jetzt habe ich auch viel zu viel genommen. Also ihr könnt einen One-Stroke an und für sich mit jedem Farbgel, was hochdeckend ist. Ja? Ihr könnt jetzt auch mit diesen One-Stroke machen, ja? Mit diesen Masters von Irina Markova. Wie sage ich das immer richtig? Ja, Markova. Genau. So. Die zwei brauche ich nicht mehr, aber das hier werde ich nochmal nachmalen. So, dann, ups, ein bisschen sauber machen. Dann nehme ich mir meinen Feinliner und gehe hier durch das Dunklere. Sieht ja gar nicht, gell? Hier. Dass ich ganz wenig Farben habe. Und gehe jetzt hier bei den Blättern einmal so durch. Und das andere mache ich da auch. Und da auch. So, jetzt wird es komplett ausgehärtet. Und da kommt noch was drauf. Meine Pünktchen habe ich ganz vergessen. Meine Pünktchen. Da habe ich auch ein Gel. Das ist von Trend Nails. Das ist auch so ein Stamping-Gel. Gelb.
So, und da bereiten wir uns den Pinsel wieder vor. Und dann nehme ich mir ganz wenig auf und mache Mikropunkte hin. Ganz klein bis klein. Und dann auch. Nein, ich glaube, das auf den Blättern lasse ich. Das mache ich wieder weg. Nur die Mitte. Ich mache alles mal weg. Sonst schaut es nicht gut aus. So. Da. Und da. So. Das wird jetzt komplett ausgehärtet, dann werde ich es glänzend versiegeln. Oder soll ich es matt versiegeln? Zwei glänzen, ein matt. Oder alles gleich? Na, den mache ich auch glänzend, oder? Ich weiß nicht. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Schaut er dann aus? Ach komm, den machen wir matt. Und dann hole ich euch wieder zurück, wenn ich on top dann noch diese... Wie heißt das? Umrandung machen. Und dann nehme ich dann das Angel. Ups. Von Nail Art. So, bis gleich. So. Der ist jetzt gleich ausgehärtet. Ich hatte zuerst in matt gemacht, hat mir aber nicht so gefallen. Und deswegen habe ich jetzt glänzend versiegelt. Das passt irgendwie besser. So, ich bereite hier mein Pinselchen vor. Gehe ein bisschen rein. Und das muss man nicht machen mit dieser Umrandung, aber ich mache es jetzt, weil ich es bei den anderen auch gemacht habe. Und auch genau die gleichen zackigen Bewegungen, dann ist das immer ein bisschen schöner. Ganz wenig Farbe aufnehmen. Und das letzte Blättchen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich bei den... Nee, bei den Blättern habe ich nichts gemacht, dann lasse ich das auch so. Genau, das wäre jetzt dann an und für sich fertig. So, das kommt jetzt nochmal in die Lampe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde ihn gleich rausnehmen, aber dann nochmal in die Lampe. Dann muss ich nicht warten und ihr nicht warten. Macht derweil hier sauber.
Den mache ich auch noch sauber. Dann nehme ich immer ein altes Versiegelungsgel, was ich nicht mehr benutze. Schaut mal, was da noch an Farbe rauskommt. Und dann tue ich das immer so abziehen. Nehme mir noch mal ein bisschen was auf. Und dann bleibt der auch geschmeidig. Klar, die dunklen Farben kriegt man aus dem Pinsel dann nicht mehr raus. Aber das muss ja auch nicht sein. Man sieht ja, wo man weiß und helle Farbe genommen hat. Und dann ist der wieder richtig, richtig schön einsatzbereit fürs nächste One-Stroke-Design. So. Kommt er noch in die Mitte. Zack. So, das eine habe ich so gemacht, das war mein erster, da wollte ich das so haben. Aber ich fand es dann wirklich diese Kombi besser. Aber ja, ist jetzt so. Genau. So, ich hoffe, euch gefällt das Design. Und hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, eure Marion. Ciao.